Tischtennisschläger. Da fällt mir mein größtes sportliches Hero-Ereignis ein, weil ich war im Tischtennisverein in Rockenhausen und ich habe ein Turnier gespielt in meinem Leben, zusammen mit meinem Kumpel Steffen Eid. Da war ich 8 oder 9. Also was ist da, DEF-Jugend, irgendwas in der Richtung. Und da war die Kreismeisterschaft im Doppel. Und ich hatte Glück, weil Steffen Eid war sehr gut im Tischtennis. Ich war nicht so gut im Tischtennis. Aber weil Steffen so gut war, haben wir es geschafft bis ins Finale. Und dort waren halt beide gut. Und dann haben wir verloren. Aber ich bin ehemaliger Vize-Tischtennis-Kreismeister im Doppel der F-Jugend. Kartoffeleintopf mit Würstchen und Rauchspeck. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber tatsächlich, ich habe ja eine polnische Mutter aus Warschau. Und ein polnisches Gericht ist Kartoffeleintopf. Jetzt nicht mit Würstchen und Rauchspeck, sondern bei uns macht man den mit Pilzen, mit Champignons. Und das war mein absolutes Lieblingsessen als Kind. Also man wird ja manchmal von seinen Eltern gefragt, was man essen soll, was gekocht werden soll. Und da habe ich mir immer Kartoffelsuppe gewünscht. Und hab es sehr, sehr gemocht. Habe ich mir aber lange nicht mehr gewünscht, werde ich demnächst wieder tun. Oh, das sind keine Wanderstiefel, sondern so feste Wanderschuhe. Mit diesem gelben Dings stellt man fest, dass es gut ist. Warum, weiß ich nicht, aber ist so. Und ich bin ja den Jakobsweg gelaufen, sogar zweimal. Einmal bin ich den ganzen gelaufen, fast 2 Monate, und einmal den französischen und einmal den Norte. Den bin ich aber nur 3 Wochen gelaufen. Also nicht komplett. Und der Nord ist sehr viel schwieriger, ne? Anspruchsvoller. Und bei meinem ersten habe ich viel gelesen, ne, und mich vorbereitet, und mir das ganze Equipment natürlich gekauft und hatte so hohe Stiefel dabei. Und die haben mir nach 2 Tagen so wehgetan, dass ich die nicht mehr angezogen habe. Und den ganzen Jakobsweg in Sandalen gelaufen bin tatsächlich. Natürlich so Next-Level-Profi-Sandalen, aber in Sandalen. Und dann habe ich in Finisterre, das ist sozusagen das Ende, also nach Santiago de Compostela kann man noch ein bisschen weiterlaufen, nach dem eigentlichen Ziel, nach Finisterre, das ist das Ende der Welt, Finisterre, weil die Spanier früher dachten, weil die Klippen dort aussehen, als würde die Erde dort enden, als wäre die Erde eine Scheibe und dort ist das Ende. Und dort verbrennen alle Pilger Klamotten und vor allem ihre Schuhe. Und dort habe ich die Schuhe, die ich nur 2 Tage anhatte, diese Stiefel, habe ich verbrannt und die brennen wie die Sau. Die explodieren fast. Oh. Das ist ein Maluch. Das ist sozusagen der erste Smart der Welt. Das ist ein Auto von Fiat, was aber irgendwie im sozialistischen Polen, was es da zu kaufen gab. Da gab es wohl irgendeinen Deal zwischen Fiat und der polnischen Regierung oder so, will ich gar nicht wissen. Auf jeden Fall, meine Oma hatte so einen. Das ist das Ding, keine Servolenkung, nix, ne? Fährt irgendwie 25 km/h, macht einen tierischen Lärm und ist mini klein, stinkt wie die Sau, super unbequem und schlecht für den Rücken. Auf jeden Fall, meine Oma hatte so einen, ist den nie gefahren und der stand immer im Garten und wir waren immer in den Sommerferien und so, ja, immer in Polen. Und ich habe immer den Schlüssel gekriegt für das Ding und durfte da Autofahren spielen. Und dann bin ich da rein und so und habe dann auch so einen kleinen Koffer gepackt und so und bin dann immer irgendwo hingefahren in meinem Kopf, so vor der Garage stehend. So. Und ja, das ist der Maluch.
Das ist, also ich weiß nicht, was die Quietscheente soll, war wahrscheinlich das günstigste Merchandising-Artikel des 1. FC Kaiserslautern. Ne? Da, klar, die Lokalradios haben wieder keine Kosten und Mühen gescheut. Hätte ihr einfach das Logo nicht ausdrucken können oder so? Dafür, was hat es gekostet? 25 Cent, wa? Naja, auf jeden Fall ist der 1. FC Kaiserslautern mein Lieblingsverein. Und ich bin ja mittlerweile wie so ein Maskottchen. Ne? Ich habe sogar mal eine Ansprache vor der Mannschaft halten dürfen. Wenn ich im Stadion bin, darf ich mich manchmal, nicht immer, darf ich mich hinter die Bank stellen und vom Spielfeld aus die Spiele verfolgen. Und ich war beim letzten Spieltag der letzten Zweitligasaison, war ich im Stadion und hatte Au revoir Zweite Liga dabei, den Text, den Song umgeschrieben. Und ich wäre auf den Rasen gegangen und hätte Au revoir Zweite Liga mit den Fans gesungen. Und dann ist Kaiserslautern nicht aufgestiegen, sondern Darmstadt. Und Wochen und Monate vorher wurde ein Konzert von mir auf dem Schlossgrabenfest in Darmstadt gebucht. Und ich bin dann direkt aus dem Stadion in Kaiserslautern nach Darmstadt gefahren und habe dort dann ein Festival gespielt und mit den Darmstädtern gefeiert. Ja? Also eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wobei ich Sympathien zu den Darmstädtern hege. Also wenn jemand aufsteigt, dann die Darmstädter, und ich freue mich, wenn sie drin bleiben. Ja. Nochmal Dankeschön für diese Investition. Nee, nee, nee.